Erste Sache ist immer krass, und das war ja jetzt auch im Sommer so, dass ich ausgesetzt habe, dass, und wenn du dich gar nicht bewegen kannst, ist es erstmal schwierig, meine Energie irgendwie andersweitig loszuwerden, die ich ja in mir habe. Also bin ich erstmal ein bisschen unausgelastet. Das dauert dann ein paar Wochen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und dann natürlich mental, man wird, wenn man nicht spielt und wenn es nicht um einen selber geht, wird man direkt, kommt man viel schneller in so eine Observationsrolle, würde ich das mal nennen. Also in die Rolle des, in die Perspektive des Beobachters und hat natürlich viel mehr die Möglichkeit, von außen zuzuschauen, als immer mittendrin zu sein. Und es gibt natürlich einem eine ganz andere Möglichkeit, auf die Sachen zu gucken und seine Teammates zu verstehen und vielleicht von anderen Perspektiven mal raufzuschauen. Und das ist etwas, was ich bis jetzt eigentlich ziemlich genossen habe und auch so ein bisschen embrace.